Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu WoodLife. Ich bin mal nicht alleine auf dem Server. Es ist mal Basti noch mit dabei. Ich glaube, ich war irgendwie der Einzige, der hier aktiv spielt, so gefühlt jedenfalls. Und wir gucken als allererstes bei unserem Apfelbaum, was so. Oh, ein Apfel. Lecker. Und bei meinem Avocado-Baum hier nebendran geht einfach gar nichts. Das werden wir heute ein bisschen ändern mit diesem Bone Meal. Vielleicht reicht das ja auch schon. Fuck. Nope, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber das ist ja auch kein Problem. Ich habe inzwischen rausgefunden, dass meine vorängstliche Beängstigung, keine Ahnung, also halt, Alter, was macht meine Maus gerade? Die hat komplett anders hingesteuert. Dass es ein bisschen unbegründet war und man natürlich sehr wohl, aber ich glaube, ich setze den Baum woanders hin, ne? Sieht hier unten nicht so schön aus. Bisschen irgendwo drauf, vielleicht hier, so. Es wachse! Ja, sehr geil. Das ging aber schnell. Dass meine Angst ein bisschen ungegründet war, weil natürlich der Burger einfach nur ohne Pommes und Zach war. Und heute möchte ich mit euch mein neues Konzept besprechen. Es ist schon spät abends, weißt du, und ich bin gerade nur noch dann Cola wach. Und zwar mein Konzept, was ich hier machen möchte mit meinem Haus, denn ich habe mich dazu entschieden, doch ein paar Sachen zu ändern. Zunächst die Farben, wie sie hier in der Savanne sind, werde ich einfach umbauen, beziehungsweise vielleicht will ja irgendjemand von euch. Das heißt, nee, okay. Ich werde selbst die Farben irgendwie umbauen, und zwar so, dass das hier so grün ist wie im Wald. Das ist ja einfach nur eine Farbdatei und die kann ich anpassen. Das ist einfach ein bisschen Arbeit, aber ich kriege das hin. Und dann möchte ich hier komplett anders bauen, wie ich es ursprünglich gemacht habe. Und deswegen gehe ich jetzt tatsächlich hin und reiß das hier ab. Würde jetzt vielleicht den einen oder anderen schocken. Ist aber tatsächlich jetzt von mir so gewollt. Und dann zeige ich euch gleich, sobald ich einmal durch bin, beziehungsweise ich glaube, das ist eigentlich wunderschöne Offscreen-Arbeit. Ich reiß einfach mal symbolisch ein Viertel davon ab, weil ich keinen Bock habe. Warte, wir haben doch eine Axt, oder? Aber das ist voll die Verschwendung, die dafür zu nehmen. Ich glaube, ich zeige euch einfach mal, wie ich mein neues Feld aufbauen möchte. Anhand von zum Beispiel Weizen. Wir haben ja inzwischen nun wirklich einiges gefarmt. Alter, dieser Grillensound. Das sind die hässlichsten Gestalten dieser Welt. Wirklich. Boah, ich hab auch gar keinen Platz im Inventar, so, ne? Das ist so furchtbar. Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Suchen wir mal das irgendwie hier. Komm schon, ey. Ah, hier habe ich inzwischen mehr Platz wieder. Der Key ist auch der Hammer, ey. So cool. Oak Draws, da haben wir noch richtig mehr. Warum benutze ich die nicht einfach? Man weiß es nicht. Hier müsste ich dann übrigens, wenn ich das jetzt hier weiterführen möchte, weil es geht ja nur 12 in eine Richtung, ne? Das heißt, ich muss dann hier einen Slave hinpacken. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das geht ja schon noch ein bisschen. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ups. Hey, her damit. 11. Also ich denke, weiter als das sollte ich mich nicht trauen. Aber da haben wir immerhin schon mal so ein bisschen eine Grundfläche und können auf jeden Fall schon mal einige Items hier einordnen. Weil dann gehe ich irgendwie mit meinem Essen nur bis dahin oder so und nutze den ganzen anderen Kram für andere Dinge. Weil das nervt so sehr, dass ich immer in diesen Kisten und alles, das kann man nämlich auch, was weiß ich, Eisen und Diamant und alles richtig schön einordnen. Dann kommt auch keiner auf die beschissene Idee, mir das zu klauen und so. Das glaube ich, mache ich sogar gleich mal. Den allerwertvollsten Stuff einfach mal schnell. Ah! Du Missgeburt! Ey! Basti, Alter! Erschreck mich nicht so! Ich dachte gerade echt, der Untergang kommt. Alter! Hast du mir Angst gemacht? Okay, alles klar. Mein Herz schlägt so, ey, gerade. Alter, das kann man ja nicht machen. So, jetzt verschlüsseln wir erstmal hier irgendwas. Ich denke, ich werde jetzt einfach hier anfangen. Das ist verschlüsselt. Alles Gold rein. Aller Diamant rein. Eisen machen wir hier rein. Stimmt, ich kann ja. Das ist ja geil. Ich kann einfach mein ganzes Eisen da reinstecken. Und jetzt klingelt mein Telefon. Das ist geil. Da stehe ich richtig drauf. Ich liebe es einfach, wenn mein Telefon klingelt, wenn ich am Aufnehmen bin. Ihr nicht auch. Das ist richtig toll. Ich mache einen kleinen Cut. Bis gleich. Yo, da sind wir wieder. Das war ja irgendwie nur eine halbe Stunde Unterbrechung oder so. Inzwischen ist Basti auch nicht mehr auf dem Server. Ja, hab ich wohl ein bisschen Zeit gebraucht. Ich bin jetzt auch vollkommen raus. Aber ich finde das irgendwie cool. Das ist natürlich. Weißt du, es ist so, man kann das alles stellen in den Let's Plays. Oder man ist einfach man selbst. Und ich bin
Ich selbst und da drin verdammt gut, wie man sieht. Ich bin vor allem drin gut zu verkacken. Egal, wir brauchen jetzt als nächstes auf jeden Fall Holz, denn ich möchte in dieser Folge euch noch demonstrieren, wie das hier aussehen soll, wenn es fertig ist. Also ich habe jetzt gerade demonstrativ hier schon mal ein bisschen weg was gemacht. So demonstrativ, dass bei dir Lauch die Netzhaus brennt, wenn du das siehst, um das mal in anderen Worten zu formulieren. Und habe hier, genau, das war mein letzter Task, das hier rein zu klatschen. Scheiße, Informatiker spricht von Tasks. Irgendwas läuft bei mir falsch, glaube ich. Okay, wir haben den Chisel, wir haben das Holz. Dreimal dürft ihr raten, was wir machen. Das hat aber super funktioniert. Kann ich in diesem Ding Holzsorten wechseln? Nee. Wäre aber auch super krass gewesen. Dann brauchen wir mal ein bisschen anderes Holz. Denn ich habe so eine Idee, was ich umsetzen möchte. Bin mir aber momentan noch gar nicht sicher, wie ich es am Schluss umsetzen werde. Oh, da ist ein Piranha hinter mir. Der scheiß Viecher, Alter. Das ist echt gefährlich. Irgendwie finde ich es auch cool, dass es so eine Gefahr aus dem Fluss gibt, weil es ja bis jetzt noch keinen bösen Wassermob gibt. So gesehen haben die Piranhas schon ihre Daseinsberechtigung, wie ich das immer so schön sage. Kacke finde ich sie trotzdem. So, kann ich jetzt dieses Holz nehmen? Also offensichtlich hat Oakwood keine gechiselte Form. Finde ich schade. Ich muss wahrscheinlich auf die 1 klicken. Jetzt seht ihr zwar ein Intro, aber das war so nicht gedacht. Japanese Maple. Das ist irgendwie cool. Das sind japanisch Bäume. Weil ich brauche irgendwie Japanese, genau. Kann man die irgendwie herstellen? Nee, aber man kann ja das Feuermaterial verwenden. Weil ich brauche jetzt irgendeine coole Sorte Holz und dachte, dass ich vielleicht hier irgendeine coole Sorte Holz finde. Also außer das normale noch 15 Holz, weil das ist zugegebenermaßen echt langweilig. Irgendwie so ein dunkles Holz hätte ich gerne. Spark wird halt auch wieder richtig. Good game. Aber dafür klaue ich Spark jetzt einfach mal sein halbes Feld. Das mache ich immer. Spark hat ein super klaubares Feld. Einfach einmal drüber, einmal das abernten. Das kann ich gut. So. Und jetzt craften. Zack. Zack. Und endlich wieder was zu essen. Dankeschön. Nee, also ich brauche tatsächlich irgendeinen Baum. Warte mal, der hier ist außerhalb von seinem Grundstück, richtig? Das heißt, den darf ich abbauen. Außerhalb von seinem Grundstück. Ja, gut, der ist zur Schlachtung freigegeben. Dann probier es doch einfach auch mal mit dem Holz. Nehm mal an, der setzt sich selbst nach und so. Boah, das ist aber ein komischer Baum. Kommt nicht viel Holz raus. Den daneben können wir auch noch gleich abbauen. Ich brauche irgendwelche coolen Holzsorten für das, was ich vorhabe. Und ich werde euch auch heute noch präsentieren, was ich vorhabe. Präsentieren. Was ist denn das für Holz? Ist das cooles Holz? Diese kleinen Büschchen hier? Man sieht einfach gar nicht, was für Holz das ist. Nee, das ist kein cooles Holz, leider. Bis jetzt hat mir bis jetzt tatsächlich das normale Holz noch mit am besten gefallen. Ich hätte gerne einen Setzling hier raus. Ist das vielleicht vereinbar? So. Warte, hier ist auch noch ein Baum. Ich mache hier einfach mal eine kleine Rodung. Ist ja nicht so wild. Wir haben auf jeden Fall genug Bäume hier im Wald, würde ich mal behaupten. Es gibt hier so viele Baumsorten und alles. Natürlich gibt es in Live to Wood viel Baumsorten. Ich meine, wo wären wir denn auch sonst? Ist hier jetzt inzwischen schon mal ein Setzling rausgedroppt? Kann natürlich auch sein, dass es irgendwie so ein scheiße seltener Baum ist oder sowas. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Ah ja, ich habe sogar schon zwei von diesen Setzlingen. Also sollte mir das Holz gefallen, dann kann ich das jetzt auch selber nachbauen. Super, mehr wollte ich nicht. Lassen wir das mal fertig abbauen. Vielleicht komme ich nachher nochmal kurz vorbei. Nee, das Holz, ich weiß nicht. Wir werden das gleich gucken. Ich werde gleich einfach mal vorbauen, schnell, wie ich das vorhabe. Und dann könnt ihr sagen, ob das jetzt cool ist oder nicht. Machen wir es so? Machen wir es so. Was haben die hier noch für Holz? Was ist das hier? Die bauen Revi und Cheetah. Mal sehen, ob sie wirklich noch weiter bauen. Das ist irgendwie schon seit sehr, sehr langer Zeit nichts mehr passiert. Habe ich jedenfalls ein gutes Gefühl. Und Piranhas? Nö, irgendwie gar keine da. Waren wohl auf Urlaubsreise. Zack, okay. Und wieder vollgefressen. Wie sieht es mit meinen Avocado aus? Oh ja, sie wachsen schon ein bisschen. Das ist sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal, warum ist hier eine Druckplatte? Boah, raffiniert. Das hat Basti also gemacht. Boah, du kleiner Schlingel. Haha, wäre ich fast drauf eingefallen. Aber auch nur fast. Ich habe es gerade echt durch Zufall entdeckt. Krass. Okay, wir gucken mal ganz schnell, ob es hier irgendwie... Ich weiß ja echt nicht, was man wie chiseln kann und so weiter. Vielleicht kann man auch irgendwie Blocktexturen umbauen. Oder so ein Scheiß. Was ist das denn?
Krass, was man alles herstellen kann. Auch gut, 4 Stück. Aus dem hier kann ich das auch gut doch herstellen. Heftig. Das ist echt interessant, dass ich das Oakwood zurückherstellen kann. Also die Idee ist, dass ich entweder dieses Holz hier nehme, das sieht ja echt spannend aus, zugegebenermaßen, oder das ganz normale Oakwood. Nee, das Holz gefällt mir doch nicht gut genug dafür. Ich werde normales Oakwood nehmen, aber das Japanese Wood da zu haben, ist sicher auch schon mal ein Vorteil. Und dann kann ich gleich euch mal schon mal zeigen, habe ich eine Schaufel dabei? Nee, habe ich nicht, die brauche ich auf jeden Fall dafür. Wie ich die Felder aufbauen möchte. Und zwar hatte ich ja eigentlich vor, einfach nur linear einfache Felder anzupflanzen, aber irgendwie sieht das auch ziemlich scheiße aus und ich würde gerne hier irgendwie versuchen, zumindest ein bisschen schön zu bauen. Und deswegen mache ich die Felder ein bisschen kreativer und hoffe, dass das gut aussieht. Sowas habe ich auf jeden Fall bis jetzt noch nicht hier in der Stadt gesehen, deswegen hoffe ich, dass es gut ist. Und zwar brauchen wir jetzt 5x5 Löcher. Ich mache jetzt einfach mal hier eins, weil später wird das hier ja eh alles ein einzelner Wald sein. Und zwar ist mein Ziel, ja hier den Wald zurückzubringen in die Savanne. Das bedeutet, dass wir jetzt hier mal diese 5x5 Löcher haben. Das muss noch eins breiter werden, so. Boah, Schaufel geht auch super schnell kaputt, scheiß Steinschaufel. Und da müssen wir jetzt als allererstes erstmal mit Holz umranden. Das heißt, man macht irgendwie so. Vielleicht nicht so, sondern schön so. Zack, 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 zack. Oder? Genau, so dass es hier so ein bisschen einfach auch was ergibt. Jetzt nutze ich mal schnell den Trick da hinten, um aus dem Holz anderes Holz zu machen. Ich finde toll, dass das geht, dass man mit Easy Crafting auch einfach die Holzsorten konvertieren kann. Das ist komisch. Aber wenn es funktioniert, dann ist das so. Ich sehe es gerade nicht. Auch. Hä, kann ich doch nicht? Was war denn das andere dann gerade? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall bedeutet das, dass wir nochmal kurz ein bisschen mehr Holz brauchen. Ich hau jetzt einfach den Wald hier ab. Der pflanzt sich doch eh selbst nach, oder etwa nicht? Oh, oh. Piranhas, Piranhas, Piranhas. Huh. Ah, da war schon wieder einer. Der Schlingel. Okay. Nee, wir müssen irgendwie hier... Vielleicht muss ich auch mal fürs nächste Mal sowas wie eine Baumfarm bauen. Mit den ganzen Oak-Setzlingen, die wir haben, damit wir ein bisschen ans Holz rankommen, weil ich jetzt halt genau dieses Holz brauche. Und zwar nochmal irgendwie jetzt 10 Stück davon oder so. Hm. Kriegen wir aber Gott sei Dank relativ schnell. Wir haben jetzt auch wirklich Material so. Also an Eisen und so weiter. 14 Stück könnten reichen, müssen aber nicht. Den kleinen Baum nehme ich noch mit. Das Tolle ist ja, wie gesagt, sie pflanzen sich selbst nach. Das heißt, niemand wird die hier vermissen, denn sie kommen einfach von alleine wieder. Oh, oh. Das ist so lustig, ey. Ich muss immer auf diese scheiß Piranhas aufpassen. So, dann brauche ich noch was anderes. Und zwar benötige ich Gartensoil. Und ich benötige meine... Sollte ich noch eine haben? Meine Hoe. Wobei ich irgendwie einfach mal davon ausgehe, dass ich keine habe und mir rein provisorisch eine neue mache. Werde ich so oder so brauchen. Grillen zum Abend hin haben tatsächlich irgendwie das allererste Mal tatsächlich sowas wie eine Verwendung. Oder hören sich zumindest nicht ganz kacke an. Und wir brauchen jetzt aber die Hoe. Die hier. Sehr schön. Und das Holz haben wir und das Gartensoil haben wir. Jetzt brauchen wir noch was zum Anpflanzen. Ich werde jetzt einfach mal für das allererste Feld Weizen hernehmen. Klein gecraftet, 16 Seeds. Jetzt müssen wir schnell schlafen gehen. Und dann kann ich euch am Ende der Folge noch präsentieren, was ich eigentlich vorhabe. Irgendwie muss es ja doch laufen. Komm jetzt. Alles klar. Das sieht so schön aus mit dem Shader und allem. Man kann ja auch echt schön spielen, finde ich. Also, die ursprüngliche Idee war ja, das hier einzusäuen. Aber dank Gartensoil muss ich ja nicht drauf gucken, ob da irgendwelche Grillen drauf rumspringen oder nicht. Das ist ja das Tolle an dem Zeug. Und deswegen habe ich jetzt mir überlegt, dass ich für jedes Feld immer so 4x4 Felder mache. So 16x16 und die kreativ mit Wegen miteinander verbinde. Denn so habe ich dann quasi immer so kleine Einheiten. Das ist zwar jetzt viel Overlay und nicht super effizient, aber stellt euch mal vor, wenn jetzt überall so kleine Felder und das mit Wäldern eingegrenzt. Ich glaube, das sieht ziemlich cool aus. Und da kann man dann, glaube ich, sehr, sehr schön bauen. Und da werden wir einfach alles hier voll machen. Wie gesagt, ich kann es nicht kaputt trampeln. Es braucht kein Wasser. Gartensoil ist einfach das geilste Zeug überhaupt. Und ja, das ist quasi das erste Feld. Ich kann ja mal kurz symbolisieren am Ende der Folge. Was weiß ich, das nächste ist dann zum Beispiel hier.
macht dann sein Eck zum Beispiel hier oder hier sein Eck. Machen wir besser mal hier das Eck hin. Dann ist es quasi hier so ein Ding. Ich zeige das mal schnell auf. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, von der Idee her. Und das sind dann überall hier so kleine Felder. Und zwischendrin natürlich auch die Bäume dürfen nicht fehlen. Natürlich in aller möglichen Variationen. Zum Beispiel so ein japanischer Baum. Finde ich nämlich toll, japanische Bäume im Garten zu haben. Und so weiter werde ich quasi das hier alles in eine Baumlandschaft verwandeln und vielleicht davor irgendwie ein Baumhaus, ich weiß es nicht. Ein Apfelbaum muss eigentlich auch daneben. Rein aus Prinzip muss da ein Apfelbaum daneben. Ich werde jetzt auch schon gleich jetzt noch wachsen lassen am Ende der Folge. Wer so lange dabei bleibt, der hat sich auch ein bisschen noch was zum Angucken verdient, würde ich mal behaupten. Ja, und so möchte ich, wie gesagt, den Garten bauen. Ist irgendwie cooler als so ein großes Feld, weil wir versuchen ja hier auch irgendwie schön zu bauen. Da muss man jetzt hier nicht so einen Unfall irgendwie überall haben. Da kann man schon ein bisschen Mühe sich geben, finde ich. So, hier noch ein Baum hin. Wachsen lassen. Wachsen lassen, ne? Jetzt habt ihr ungefähr schon einen Ansatz, wie das hier aussieht. Und zwischendrin dann eben die Steine. Das kann ich vielleicht auch noch. Okay, das machen wir dann in einer anderen Folge, sonst dauert es zu lang. Hier dann eben die Steine, die das so ein bisschen vergehen. Und das ist so ein riesiger Garten hier einfach. Mit überall diesen kleinen Feldern. Natürlich ist das jetzt nicht super effizient und so weiter. Ich sag das nochmal. Aber es wird auf jeden Fall, ich denke, man sieht das jetzt schon hier, abnormal gut aussehen und das ist ja das, was zählt. Und damit sage ich dann auch schon, Dankeschön fürs Zusehen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin mit bei Woodlife dabei bleibt. Das ist irgendwie ein bisschen underrated. Ich habe hier sehr viel Spaß und mache hier viele tolle Dinge, aber irgendwie ist es so ein bisschen, weiß ich nicht. Sieht man irgendwie nicht so den krassen Schissel, ich weiß nicht, so. Fände ich irgendwie toll, wenn das sich bald noch ändern würde. Aber wie gesagt, da hinten haben wir schon mal den allerersten Anfang jetzt gesehen, auf was das hinausläuft. Ich möchte mir das unbedingt nochmal angucken. Und wie es weitergeht, werden wir dann in wenigen Tagen erfahren. Bis dahin, bleibt locker und tschüss. Bleibt locker? Das geht immer mir falsch.